Ich bin der Karl Kaiser aus Tüging und wir haben heute die Scheibenecke von der Firma Fliegel, die neu probiert, hier auf der Maisdoppel. Und wie man sieht, die Doppeln sind aufgeschlitzt, beschädigt und ja, zerquetscht oder aufgeschnitten. Das ist eine gute Vorbeugung gegen den Maiszünsler. Und man hat eine gute Bodenbearbeitung und eine gleichmäßige, flache Durchmischung. Wir haben an dieser Maschine einen 190 PS Schlepper dran und können bis zu 20 km/h fahren. Wir haben eine Hektarleistung ca. 7 Hektar in der Stunde. Einsetzen kann man es eigentlich überall. Wir haben es auch schon in Maisstroh probiert. Selbst da gibt es keine Verstopfungen. Und Weizenstoppel, wo das Stroh auf dem Feld verblieben ist, haben wir damit eingearbeitet. Also erst Gülle gefahren und dann die Gülle mit der Scheibenecke eingearbeitet. Und im selben Arbeitsgang mit einem Frontstreuer die Zwischenfrucht hingestreut und angesät. Wir haben mit der Maschine jetzt ungefähr 50 Hektar Stoppeln bearbeitet. Weizenstoppel, Haferstoppel, Mais, Stroh und jetzt gehäckselten Mais. Mit der Arbeit der Maschine bin ich sehr zufrieden.